Willkommen bei Landwirtschaft. Hier in dieser Apfelanlage bei Missien ist die Ernte noch voll im Gange. Etwa 1 Million Tonnen Äpfel werden jährlich in Südtirol gepflückt. Hauptsächlich sind das die Sorten Golden Delicious, Gala, Red Delicious, Preburn, Fuji, Granny Smith und einige andere. Doch sagt Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, auch die Sorte Merana etwas? Jene Sorte, die vor etwa 40 Jahren als Zufallsämling bei Marling entdeckt wurde. Wenn nicht, ist das kaum verwunderlich, denn bislang hat sich noch keine Südtiroler Apfelsorte auf dem internationalen Markt durchgesetzt. Das soll sich in den nächsten Jahren ändern. Markus Leimer hat hinter die Kulissen der aufwendigen Züchtung einer Sorte Made in Südtirol geblickt. Seit knapp 20 Jahren dreht sich im Versuchszentrum Leimburg vieles um eine neue Südtiroler Apfelsorte. Die Ansprüche der Züchtung sind groß, weil nur Top-Qualität sich auf dem internationalen Markt behaupten kann und außerdem noch Anbaukriterien eine Rolle spielen, wie die Ertragsleistung des Baumes oder die Resistenz gegen Krankheiten. Vor allem aber drängt die heimische Obstwirtschaft auf die erste wettbewerbsfähige Südtiroler Sorte. Sie wäre für das europaweit größte geschlossene Anbaugebiet von geradezu strategischer Bedeutung. Eine neue Sorte bedeutet immer eine Neuigkeit für den Konsumenten und für den Markt. Und ich glaube, dass ein so bedeutendes Obstanbaugebiet in Europa, wie es Südtirol ist, schon auch es verdienen würde und unsere Produzenten es auch, glaube ich, in ihrer Arbeit bestätigen würde, wenn sie selbst eine neue Sorte auf den Markt bringen könnten. Eine Erkenntnis, die die Fachleute und führenden Köpfe von Südtirols Obstwirtschaft schon vor knapp 2 Jahrzehnten veranlasst hat, ein eigenes Züchtungsprogramm an der Leimburg ins Leben zu rufen. Auch hier gilt es, sich auf dem internationalen Feld zu behaupten, neben rund 80 weiteren Züchtungsinstituten weltweit. Die Chancen für einen Erfolg stehen nicht schlecht, heißt es hierzulande. Wir sehen für die Zukunft Apfelsorten, die auf jeden Fall eine Top-Qualität haben, aber zusätzlich dazu noch Widerstandsfähigkeit gegen ein, zwei, drei, mehrere Krankheiten. Und darin liegt die Zukunft. Deshalb glauben wir, dass dieses Projekt langfristig so weitergehen muss. Dies ist der Mann, der das Züchtungsprogramm seit Jahren leitet und das nötige Know-how mitbringt. Pomologe Walter Guerra. Auf ihm und seinen kompetenten Mitarbeitern ruhen die Hoffnungen der Leimburg. Wichtiger Impulsgeber für das Projekt war Mitte der 90er Jahre Reinhold Steiner, der Vorgänger Walter Guerras an der Leimburg. Apfelzüchtung ist eine aufwendige und langwierige Angelegenheit. Rund 20 Jahre, so zeigen die einschlägigen Erfahrungen, und rund 15.000 neue Sämlinge sind erforderlich, um eine kommerzielle Sorte zu züchten. Die Leimburg ist 1996 gestartet und hat mittlerweile etwa 40.000 neue Sämlinge hervorgebracht. Alles fängt mit der gezielten Bestäubung bzw. Kreuzung zweier unterschiedlicher Sorten an. Warum, zeigt ein Beispiel. Diese Sorte stammt aus einer Kreuzung zwischen zwei Sorten, Topaz und Cob 38 Goldrush. Das sind zwei schorfresistente Sorten, die wir aber nicht wegen der Schorfresistenz miteinander gekreuzt haben, sondern weil wir die Aromatik von Topaz, einer bekannten tschechischen resistenten Sorte, mit der Lagerfähigkeit und mit der Saftigkeit von der amerikanischen Sorte Cob 38 Goldrush verbinden wollten. Dabei kommen auch alte, heute kaum mehr bedeutsame Sorten ins Spiel, wie zum Beispiel der Kalterer Böhmer oder Grafensteiner. Denn in bestimmten Bereichen haben sie nach wie vor Pluspunkte. Das heißt, wir schmeißen das Alte eigentlich nicht weg, verwerfen das nicht, sondern wir haben auch eine Sammlung mit rund 120 alten Apfelsorten, die wir dann auch unter anderem für unser Züchtungsprogramm verwenden. Aromen, Robustheit, besondere Formen, das sind Eigenschaften, die die alten Sorten haben und die wir versuchen, in neue, moderne Sorten einzukreuzen. Neben dem Blick auf alte oder heute gängige Sorten braucht es vor allem auch den Austausch über die Landesgrenzen hinweg, wenn man sich international behaupten will.
Vor allem geht es auch darum, überhaupt Kreuzungspartner zu haben, also Apfelsorten, die man dann miteinander kreuzen kann, um neue zu erhalten. Das ist ein langwieriger Prozess und hier haben wir uns sehr viel auch aus den internationalen Sortensammlungen geholt. Die Kreuzung bzw. Bestäubung im Frühjahr geschieht händisch. Dabei ist genau darauf zu achten, dass ihr nicht Bienen oder der Wind zuvorkommen. Nur wenn die Blüten gut geschützt sind, kann eine unerwünschte Bestäubung ausgeschlossen werden. Wie es schon die Natur vormacht, wird der Pollen einer fremden Sorte auf die Narbe der im Feld stehenden Sorte übertragen und somit kann die Befruchtung erfolgen. Danach werden die bestäubten Blüten wieder gut verpackt und alles genau dokumentiert. Im Herbst reifen an den bestäubten Blüten die Äpfel heran, doch das Ergebnis sind vorerst nur die darin enthaltenen Kerne oder Samen, die das Erbmaterial beider Eltern in sich tragen. Sie müssen erst noch zu Bäumen erzogen und ins ertragsfähige Alter gebracht werden. Das erfordert fachgerechte Pflege und wird natürlich genauestens dokumentiert. Bis schließlich die ersten Früchte der neuen Sorte sichtbar werden, vergehen noch einmal 5 bis 6 Jahre. Auch hier bedient sich die moderne Züchtung eines Kunstgriffs, um die unproduktive juvenile Phase zu verkürzen. Dazu wird der neue 2-jährige Sämling auf die schwach wachsende Unterlage M9 veredelt, die deutlich früher Früchte bringt. Ein simples Verfahren mit großer Wirkung. Im Sommer wird ein sogenanntes Auge auf der Unterlage M9 eingesetzt. Im darauffolgenden Frühjahr, nach dem Rückschnitt auf die Veredelungsstelle, entwickeln sich daraus ein Edelreis und alles Weitere. Mit Spannung erwarten Walter Guerra und sein Team den Augenblick, wenn Jahre später zur Erntezeit die ersten neuen Früchte begutachtet werden können. Dabei erkennen das fachlich geschulte Auge und der sensible Gaumen freilich weit mehr als der Laie. Schon im Feld kann somit eine erste Auswahl getroffen werden. Etliche weitere Untersuchungen folgen. Eine harte Bewährungsprobe, die nur wenige Sorten bestehen. Von diesen 35.000 Sorten wird eine auf 100 vielleicht, kommt in die nächste Selektionsstufe, wo wir dann 5 Bäume an 2 Standorten, am Versuchszentrum Leinburg und in unserem Außenbetrieb, in unserem Versuchsfeld in Latsch auspflanzen, um dann eine weitere, detailliertere Testung und Selektion durchführen zu können. Was den fachmännischen Gaumen von Otto-Normalverbraucher unterscheidet, ist vor allem die entsprechende Schulung. Geschmackseindrücke vergleichen und beschreiben, darauf kommt es an. In diesem Sinne werden die Mitarbeiter der Leinburg fortwährend aus- und fortgebildet. Klarerweise gehört auch die maschinelle Qualitätskontrolle zum heutigen Standard, zum Beispiel nach der Ernte oder nach einer ersten Zeit im Tiefkühllager. Der Säure- und Zuckergehalt sowie die Festigkeit und das Gewicht werden überprüft und mit moderner digitaler Technik festgehalten. Hinzu kommt die Unterstützung aus dem molekularbiologischen Labor der Leinburg, sprich die sogenannte markergestützte Selektion. Im Labor können mithilfe molekularer Marker jene Gene identifiziert werden, die mit bestimmten Sortenmerkmalen verbunden sind. Zunächst wird aus einem Blatt das Erbmaterial der jeweiligen Sorte extrahiert und dann das Vorhandensein des Markers nachgewiesen. Fehlt das gewünschte Merkmal, scheidet die Sorte frühzeitig aus dem Züchtungsprozess aus. Ein Verfahren, das sich besonders bei bestimmten Merkmalen bewährt hat. Bereits in einjährigen jungen Sämlingen können wir schon feststellen, zum Beispiel, ob eine Schorfresistenz vorhanden ist, ob das Potenzial für einen roten Apfel vorhanden ist. Dadurch gelingt es uns, den Selektionszeitpunkt um mehrere Jahre vorzuziehen, zu antizipieren und somit den Züchtungsprozess um einiges auch effizienter gestalten zu können.
Und nicht nur das, selbst die Kombination von Resistenzen gegen mehrere Krankheiten ist möglich, sobald die entsprechenden genetischen Voraussetzungen einmal bekannt sind. Neue Sorten mit diesen Eigenschaften würden also einen großen Schritt nach vorne tun, in Richtung pflanzenschutzmittelarmen Anbau. Gesunde, umweltschonende Produktion ist ein Kriterium, aber ob eine neue Apfelsorte bei den Konsumenten auch ankommt, das hängt wesentlich von der überzeugenden Einführung auf dem Markt und den richtigen Marketingstrategien ab. Geht die Sache schief, kann selbst ein gutes Produkt scheitern, wie entsprechende Erfahrungen schon gezeigt haben. Daher will alles bestens geplant und getestet werden, bevor ein neues Produkt effektiv am Markt platziert wird. Ob die neuen Apfelsorten aus dem Versuchszentrum Leimburg diese Bewährungsprobe bestehen? Im zweiten Bericht von Markus Leimer erfahren Sie mehr dazu. Außerdem können Sie mit uns erstmals exklusiv einen Blick auf die 4 Favoriten werfen. Unter den Top 10 aus dem Züchtungsprogramm der Leimburg finden sich derzeit einige vielversprechende Sorten. Sie haben zwar schon zahlreiche Bewährungsproben bestanden, zum Beispiel im Anbau in Außenstellen der Leimburg, im Unterland und im Finchgau, doch eine Reihe weiterer stehen noch an. Also bis die ersten Landwirte die neuen Leimburger Sorten anbauen können und auch die Tests abgeschlossen sind, damit man es ihnen wirklich wie internationale Sorten empfehlen kann, da werden noch einige Jahre ins Land gehen, ich schätze ca. 10. Bewähren müssen sich neue Sorten vor allem auch im Verkauf und in Fragen des Marketings. Entsprechende Erfahrung besitzt man in Terlan, im Verband der Obstgenossenschaften Südtirols oder im ebenfalls dort angesiedelten Sortenerneuerungskonsortium Südtirol. Möglichst nichts wird hier dem Zufall überlassen. Wir führen diese sogenannten Probeverkäufe bei ausgewählten Kunden durch, wo wir schon eine gewisse Menge an Äpfeln an den Mann bringen wollen. Da sehen wir, ob der Apfel ansprechend ist für den Kunden, also von der äußerlichen her, und ob er dann auch den Vorstellungen der Konsumenten entspricht. Das heißt eventuell, dass der Kunde einige Tage später oder eine Woche später den Kauf wiederholt. Und ob die Nachfrage eine gewisse Konstanz nach diesem Apfel haben kann. Gleichzeitig wechseln die Vorlieben der Konsumenten von Zeit zu Zeit und es gilt, diese stets im Auge zu behalten. Im Prinzip ist es derzeit eigentlich weltweit ein Trend, dass man besonders süße Sorten sucht, die aber in Kombination unbedingt sehr knackig sein müssen, diese Äpfel. Sie müssen saftig sein und vor allem sehr, sehr lange lagerfähig. Was zählt, ist nicht zuletzt die Lagerfähigkeit zu Hause beim Endverbraucher. Zu berücksichtigen sind freilich auch Neuheiten auf dem Markt, die trotz der heutigen Sortenvielfalt immer noch möglich sind. Der Erfolgsapfel Pink Lady hat es vor Jahren gezeigt. Diese Sorte hat dadurch für Aufsehen gesorgt, dass sie einfach ein neues Aspekt, optisches Aspekt brachte. Sie war pinkfarben, rosafarben eben und bis zu diesem Zeitpunkt, vor eben 15 Jahren ungefähr, gab es noch keinen Apfel, weltweit nicht, und auch nicht in Südtirol, der eine solche Farbe aufwies. Und in Kombination eben mit einem schönen, knackigen Fruchtfleisch und einem guten Geschmack kam dieser Apfel einfach sehr, sehr gut an und schlug wie ein Blitz richtig in den Märkten ein. Der Spielraum für Neues ist denkbar klein, doch der Fachmann mit der richtigen Nase hat immer ein Ass im Ärmel. Zum Beispiel den kleinen Apfel für zwischendurch. Farblich ist bei Äpfeln eigentlich alles schon da gewesen, solange man die Schale und nicht das Fruchtfleisch betrachtet. Mit sogenannten rotfleischigen Sorten jedenfalls wird derzeit experimentiert. Unter den 10 favorisierten Sorten der Leimburg kommen diese 4 derzeit in die engere Auswahl. Der Runde Rote ist eine Kreuzung aus Topaz und Coop 38 und wurde unter der Nummer LB17906 bereits zum Sortenschutz angemeldet. Er besticht unter anderem durch eine glückliche Mischung aus Zucker und Säure sowie knackiges Fruchtfleisch. Und er hat mit seiner Schorfresistenz einen weiteren wichtigen Pluspunkt.
Schließlich ist Schorf eine der wichtigsten Krankheiten im heimischen Obstbau und nur regelmäßige Pflanzenschutzmaßnahmen helfen dagegen. Aus zwei roten Sorten ist paradoxerweise diese gelbe entstanden. Dem Golden Delicious ähnlich hat sie allerdings eine etwas rundlichere Form und eine sehr makellose Schale. Ihr feines, süßlich schmeckendes Fruchtfleisch und ihren Erntetermin teilt sie mit dem altbekannten Bestseller Golden Delicious. Der längliche Rote könnte dieser Apfel heißen. Charakteristisch für ihn sind seine typische Walzenform, hohe Festigkeit und eine eher säuerliche Geschmacksnote. Wie ein alter Bekannter wirkt diese Kreuzung aus Brebbern und Elster. Vom alten Lederer unterscheidet sie sich durch ihre durchwegs mittelgroßen Früchte und den intensiven Birnengeschmack. Die bräunlich-rostige Schale dürfte ihre Liebhaber kaum stören und jedenfalls die Suche im Supermarkt sehr erleichtern. Ob eine der vier Sorten in der Gunst der Konsumenten höher steht? Wir machen die Probe aufs Exempel in einer spontanen, nicht repräsentativen Umfrage auf dem Dorfplatz von Derla. Mir hat am besten der gelbe Apfel geschmeckt. Der ist, man merkt da ein bisschen säuerlich und dann doch fruchtig. Also mir hat der am allerbesten geschmeckt von allen vier Äpfeln, die ich gekostet habe. Geschmack ist auch eine Generationenfrage, wie die Erinnerung an so manch ältere Sorte zeigt. Mir hat der Lederäpfel am besten geschmeckt, weil es vielleicht auch eine alte Sorte ist, was ich noch in Erinnerung habe. Und geschmacklich ist er so eigen. Secondo me la migliore la rete. Ich bin für den bräunlich-ledrigen Apfel, weil er einen besonderen bleibenden Nachgeschmack hat. Die übrigen Sorten wirken auf mich gewöhnlicher, traditioneller. Umso spontaner fällt die Entscheidung bei diesem jungen Konsumenten aus. Einmal probiert und die Wahl steht fest. Ja, der längliche rote Apfel, weil er einfach einen guten Geschmack hat, hat so knackig war er, die haben schmeckt näher wie anders und aber ziemlich gut, ja. Geschmackseindrücke zu beschreiben ist gar nicht so einfach. Dieser Konsument versucht es trotzdem. Von diesen vier Sorten hat mir der runde, rötliche Apfel am besten geschmeckt. Der hat was Frisches, was ein ziemlicher Säuregeschmack. Und auch der ledrige, die ledrige Sorte, die ich als erstes gekostet habe, hat mir auch geschmeckt, die hat was vor der Birne. Ergebnis unserer nicht repräsentativen Umfrage: Von 5 Konsumenten entscheiden sich 2 für die ledrige Sorte und einer setzt sie an die zweite Stelle. In Sachen Wiedererkennungswert hat sie ohnehin die Nase vorn. Die ledrige Sorte würde ich mir merken durch diese Verwandtheit zur Birne. Bei den Obstbauern besonders gut ankommen dürfte die runde rötliche Kreuzung aus Topaz und Coop 38 mit ihrer Schorfresistenz. Ein großer Pluspunkt, auf den vor allem auch die Vertreter der heimischen Obstwirtschaft setzen. Welche Sorte schließlich Platz 1 erobert, wird sich in absehbarer Zukunft herausstellen. Und vielleicht wird der erste Südtiroler Apfel gar zum Identifikationsprodukt für unser Land wie der Speck oder die Edelkastanie. Ja, und bis es soweit ist, werden wohl noch einige Jahre vergehen. Das war's von Landwirtschaft im Oktober. Die nächste Ausgabe kommt am 13. November. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Zeit. Auf Wiedersehen.